Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, den Neuzugängen aus dem Februar. Und ich muss echt sagen, ich sitze hier inmitten zweier Buchstapel und ja, es ist nicht so gelaufen wie gedacht, beziehungsweise war mir schon fast klar, dass der Februar nochmal ein bisschen buchlastiger wird, ja, weil ich ja auch im Januar Geburtstag hatte und natürlich auch noch so der ein oder andere Gutschein eingelöst wurde und es auch tolle Bücher gab. Und ach, ich habe eigentlich gar keine so richtige Ausrede für 21 neue Bücher. Also ich glaube, es war dieses Jahr noch keinen Monat, wobei dieses Jahr ist jetzt noch gar nicht so alt, aber ich glaube, die letzten 3-4 Monate war es immer irgendwie was um die 20, 17, 21, 24 Jahre. Es ist, ja, zudem sind es tatsächlich 15 echte Bücher geworden und eigentlich möchte ich ja immer so ein bisschen einen 50-50-Schnitt haben zwischen haptischen Büchern und elektronischen, egal ob Hörbuch oder echten, aber das ist mir diesmal nicht gelungen. Es sind 4 E-Books eingezogen und 2 Hörbücher und 2 Bücher, die nicht auf dem Sub landen, die ja im Grunde eine Art Nachkauf in irgendeiner Art und Weise waren. Und ja, 21 Bücher. Ich glaube, für den März werde ich mir mal vornehmen, einstellig zu bleiben und werde wirklich alle möglichen Internetseiten meiden und ja, es ist nicht so einfach. Natürlich verlinke ich euch alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, wenn ihr weitere Infos zu den Büchern wollt, euch vielleicht auch den Klappentext durchlesen wollt. Auch allerhand anderes findet sich in der Infobox, wie den Leseclub, die Playlist zum Hörgenuss des Monats. Und ja, schaut da unten gerne mal vorbei, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Der erste Neuzugang im Februar, was kein Buch ist, ist diese wunderschöne Stein an der Kette. Ich muss ihn euch einfach zeigen, denn er ist von der lieben Sibby, die ja auch bekannt ist als Coyote Diaries und sie hat, ich glaube, so ein Teaser-Bild irgendwie in einer Instagram-Story gezeigt und ich habe mich sofort in den Amazonit verliebt. Ich blende euch ein paar Bilder wahrscheinlich jetzt am besten ein, einfach so eine kurze Sequenz. Sie hat ja eine große, große Vorliebe für Edelsteine und fasst die hier so filigran dann eben auch ein und ich habe den gesehen und irgendwie hat er mich total angefixt und ja, ich habe mir dann natürlich auch mal angesehen, wofür steht der Amazonit und fand irgendwie tatsächlich, möchte mir hier jemand etwas sagen und zumindest irgendwie die Welt, wollen wir es mal so nennen. Und ja, ich habe ihn dann bei der lieben Sibby bestellt und er kam bei mir an und ich finde ihn wirklich toll. Also optisch filigranst gearbeitet und macht sich wirklich ganz, ganz wunderbar und ist jetzt, glaube ich, mein 3. Edelstein an der Kette und ich freue mich da sehr, dass ich hier, ja, im Grunde mir diesen wunderschönen Schmuckstein gegönnt habe und Sibby hier wirklich eine ganz tolle Arbeit macht. Also Wahnsinn, wie filigran und wie schön und ja, das ist ein nicht buchiger Neuzugang, der aber hier einfach Platz finden sollte. Ich packe euch den Kanal von Sibby auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal bei ihr vorbei und auch auf ihren Edelstein-Kanal, wo sie ein bisschen auch was über die Steine dann erzählt. Richtig faszinierend. Ist für mich ein relativ neues Feld und deswegen bin ich da total neugierig und ja, freue mich jetzt weiterhin an meinem Amazonit und finde den wirklich richtig, richtig toll. Und ja, ich glaube, jetzt starten wir mal mit den Büchern. Das erste Buch habe ich direkt tatsächlich auch im Februar weiterverkauft, ist die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ich habe die Gunst sozusagen des Erscheinens genutzt und das Buch noch für einen relativ guten Preis bei eBay verkauft. Und es war für mich ja eine Enttäuschung. Es war jetzt nicht direkt ein Flop-Buch, ich habe es auch nicht abgebrochen, aber es war eben auch einfach kein Buch, was ich irgendwie noch hier haben wollte. Aber zu Beginn hatte ich mich natürlich auf das Buch gefreut, auf die Idee, dass wir jemanden haben, der in eine Mitternachtsbibliothek kommt und sich eben verschiedene Welten ansehen kann, wie sie denn anders entschieden hätte und sich diese Leben anschauen kann und dann eben entscheiden sollte, in welchem Leben sie irgendwie bleibt. Es klang nach einer ganz tollen Story und Matt Haig kann unglaublich gut schreiben, das hat er auch hier bewiesen, auch wenn mir eben die Umsetzung dieser Idee nicht so richtig gefallen hat. Aber es ist, wie es ist. Das nächste Buch habe ich bei Tauschticket getauscht und ist Etwas endet, etwas beginnt von Sapkowski. Da habe ich ja die Hexersaga im letzten Jahr absolut gefeiert und auch die Geschichten rund um Hexer Geralt. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, Kurzgeschichten, wovon eine, soweit ich das weiß, genau über die Eltern des Hexers Geralt gehen.
Und es heißt ja so schön, in diesen Erzählungen verknüpfen sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft auf brillante Weise. Und die Welt, die wir zu kennen glaubten, ist plötzlich eine andere. Ja, wir haben hier 3, 6, 8 Geschichten. Und ich freue mich sehr auf die Kurzgeschichten, weil ich finde schon, dass Sapkowski auch auf wenigeren Seiten wirklich eine tolle Geschichte erzählen kann. Zumindest war das so bei den Kurzgeschichten rund um Hexer Geralt. Und ich habe tatsächlich mich auch hier einfach für die alte Ausgabe ganz bewusst entschieden, weil ich jetzt auch nicht so viel Wert darauf lege, dass die jetzt wiederum zur Hexerreihe passt. Und ja, von daher, das stört mich nicht. Und ich finde die tatsächlich eigentlich auch recht cool, wenn ich ehrlich bin. Nicht ganz so modern und schick wie jetzt die neuen, aber so für die damalige Zeit, finde ich tatsächlich, ist die ganz schön geworden. Ebenfalls bei Tauschticket bin ich über ein Buch von Loki Schmidt gestolpert. Das ist ja die Ehefrau von Helmut Schmidt, oder ja, ist die Ehefrau. Beide sind ja mittlerweile gestorben. Und zwar auf dem roten Teppich und fest auf der Erde. Ich muss sagen, ich habe sehr viel von Helmut Schmidt gehalten, besonders über sein politisches Wissen war ich immer wieder fasziniert, auch wie souverän, charmant und ja, wie charismatisch er war und das eben auch mit seiner Frau an der Seite, die ja, ich glaube, auch unglaublich lange verheiratet waren, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich war hier einfach mal neugierig, was uns Loki Schmidt erzählt oder wie ihr Leben so ein bisschen ausgesehen hat. Im Grunde dann natürlich auch als Kanzlergattin. Und ja, finde ich ganz interessant. Ich habe 2 Biografien von Helmut Schmidt gelesen und auch ja, so die ein oder andere Doku natürlich gesehen. Aber ja, jetzt stolpern wir mal über Loki Schmidt und auf dem roten Teppich. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr darüber. Dann ebenfalls bei Tauschticket ergattert habe ich ein Buch, das ich aus irgendeinem Grund, und ich weiß es nicht mehr, auf die Wunschliste gepackt habe. Ich vermute mal, dass irgendwer irgendwann irgendwo davon geschwärmt hat. Es muss relativ aktuell irgendwie im Januar gewesen sein. Und dann habe ich das auf die Wunschliste gepackt und dann gehe ich immer mal meine Wunschliste auch bei Tauschticket durch. Und dann ist Der lange Winter am Ende der Welt von Julie Harris bei mir eingezogen. Also auch in einem wirklich tollen Zustand, sieht aus wie wirklich vielleicht noch nicht einmal gelesen, habe ich ertauscht. Und ich kriege nicht mehr zusammen, wo ich es gehört habe und was mich davon angesprochen hat. Manchmal passiert das. 17 Jahre bei den Inuit und es heißt ein großer, berührender Roman über die ureigensten menschlichen Gefühle. Wir sind hier im Jahr 1926 und es wird hier versucht, einen Rekord im Alleinflug aufzustellen und John Robert Shaw möchte es bis nach Alaska schaffen. Doch dann gerät er in einen Sturm und gilt als verschollen. Und 17 Jahre später wird er gefunden und er hat 17 Jahre mit den Inuit gelebt in einer Einöde aus ewigem Eis und Schnee und jetzt sieht er sich gezwungen, zum zweiten Mal ein völlig neues Leben zu beginnen. Und es soll eine bewegende Erzählung sein über die Macht der Liebe und den Mut, den eigenen Träumen und Passionen zu folgen. Und irgendwas muss mich bei irgendwem auch immer fasziniert haben, dass ich diese Geschichte so auf die Wunschliste packe und mir leider keine Notiz gemacht habe, woher dieses Buch ich irgendwie aufgenommen habe. Also sollte irgendwer meiner BookTube-Kollegen dieses Buch erkennen, dann bitte gerne mal in die Kommentare und lasst uns da austauschen, wo das Buch tatsächlich so ein bisschen hergekommen ist. Also, aber es klingt auf jeden Fall gut, keine Frage und ich freue mich da natürlich auch drauf. Dann ist das neue Buch von Stefan Ort bei mir eingezogen und zwar Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich habe von Stefan Ort, ich glaube schon, Iran gelesen und Russland, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und habe die, glaube ich, immer als Hörbuch gehört. Und hier habe ich mich jetzt für das E-Book entschieden, das wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt und es ist natürlich eine faszinierende Welt, was sich in Saudi-Arabien auftut, die ja doch vermeintlich sehr viel anders ist wie unsere Welt, alleine was das Religiöse und Ähnlichem angeht, auch Frauen und ihre nicht vorhandenen Rechte. Wie auch immer, ich bin da sehr neugierig, was Stefan Ort darauf macht. Ich habe gesehen, dass Stefan Ort auch schon zu Besuch bei Erik Lorenz im Weltwach-Podcast war. Ich habe mir die auch auf später hören sozusagen gesetzt, weil ich glaube schon erst das Buch lesen möchte, bevor ich dann das Interview höre. Aber da freue ich mich sehr drauf, weil ja das doch so ein bisschen ein geheimnisvolleres Land ist, wo man gefühlt relativ wenig so ein bisschen von den Menschen weiß. Natürlich politisch und Ähnlichem
da weiß man immer mal ein bisschen mehr, aber so, ja, was der normale Mensch in Saudi-Arabien denkt und fühlt, da kommt halt relativ wenig bei uns an. Und ja, umso neugieriger bin ich, was uns da erwartet. Auch als Rezensionsexemplar ist bei mir eingezogen Die Jahre ohne uns von Barney Norris. Hier ein Buch, das ich, auf das ich schon gewartet habe, das ich auch in meinem Neuerscheinungs-Hangout mit der lieben Anka vorgestellt hatte, auf das ich so ein bisschen hingefiebert habe. Das Cover ist natürlich jetzt recht unspektakulär, aber die Geschichte, zwei Menschen, die glaube ich recht lange nicht zusammenkommen, dann wieder aufeinandertreffen, hat mich irgendwie so, so angesprochen und wirkt es so authentisch und echt und realistisch, ja, dass ich eben dieses Buch gerne einfach ja, haben und lesen wollte und ja, da umso neugieriger und gespannter drauf bin. Dann ist von T.C. Boyle Sprich mit mir neu erschienen und jetzt auch bei mir eingezogen als Hörbuch. Ich habe von T.C. Boyle, ich glaube, zwei Bücher bisher gelesen, fand die auch relativ immer interessant geschrieben, weil ich finde, dass Boyle schon einen sehr interessanten Blick auf die Dinge hat. Und hier geht es im Grunde um die Liebe von einem Menschen zu einem Affen. Und der Affe ist natürlich nicht ganz freiwillig in irgendwelchen Wäldern unterwegs, sondern soweit ich das jetzt verstanden habe, ist er da im Grunde als jetzt Versuchsobjekt, wäre jetzt wahrscheinlich falsch gesagt, aber ja, und ich fand das super faszinierend, weil man sich ja doch fragt, ist dieses Gefühl der Liebe tatsächlich etwas rein Menschliches oder lässt sich das auch anders übertragen? Und ich habe mich vorher erkundigt bei jemandem, der es gelesen hat, ob es mit dem Affen irgendwas Tragisches auf sich hat. Und das ist wohl nicht der Fall. Und ich habe jetzt auch schon einige positive Meinungen dazu gehört und ja, bin da jetzt einfach neugierig und möchte ich jetzt im März dann auch hören. Dann als Hörbuch auch neu eingezogen ist von Jeffrey Archer, Söhne des Glücks. Das ist ein Buch, was glaube ich schon vor 10 Jahren, nee, ich glaube sogar vor 20 Jahren, 2001, schon mal erschienen ist. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre, habe ich jetzt auch schon gehört. Hier begleiten wir zwei junge Männer, die bei der Geburt getrennt werden und beide so ein bisschen unterschiedliche Wege gehen, beziehungsweise auch gezwungen sind natürlich unterschiedliche Wege zu gehen, aber deren Wege sich immer irgendwie so angrenzen und überkreuzen. Ich glaube, das über 40 Jahre und wir haben Politik und auch die damalige Zeit mit Clinton und Bush und auch so ein bisschen was zum Umbruch der damaligen Zeit in den USA. Und ich mag Jeffrey Archer super gerne und ich finde auch gut, dass hier relativ schnell im Klappentext zu sehen ist, dass das bereits ein Buch ist, das mal erschienen ist. Also ich hoffe, dass man so dann auch Doppelkäufe irgendwie vermeiden kann. Der Sprecher ist Richard Barenberg, was für mich dann einfach auch der Grund war, zum Hörbuch zu greifen. Dann haben wir eine Freundin und ich bei Avell bestellt. Wir machen das sehr häufig im ja, Januar, Februar, so um meinen Geburtstag herum, bekomme ich nämlich von ihr immer so ein bisschen diesen Gutschein, such dir 3-4 Bücher bei Avell aus. Oder letztes Jahr war es, glaube ich, Rebuy. Und diesmal hat sie aber einiges an Wünschen bei Avell gefunden. Und das sind ja Mängelexemplare, also keine gebrauchten Bücher, sondern eben Bücher, die irgendwie eine kleine Macke haben und von der Buchpreisbindung aufgehoben sind. Ich habe da jetzt, glaube ich, 3 Bücher gefunden, beziehungsweise ich glaube 4 Bücher. Ja, 4 Bücher, wobei eins eben ein Nicht-Subbuch ist. Aber ja, zum einen, das erste Buch ist Taste of Love. Geheimzutat Liebe von Poppy J. Anderson. Das ist der Auftakt einer Reihe, ich glaube 4-teilig. Und ich habe bisher, glaube ich, soweit ich mich erinnere, nichts von Poppy J. Anderson gelesen. Obwohl sie ja eine sehr bekannte und auch gefeierte Autorin ist. Und mich hat hier einfach so ein bisschen fasziniert, dass es hier ums Kochen geht, dass wir ein Restaurant haben, dass man eben Liebe, Lust und Leidenschaft nimmt und das alles irgendwie in der Gastronomie und wir sind in Maine. Und ja, ich fand das irgendwie super spannend und es war auch tatsächlich relativ günstig und ja, sieht top aus, hat glaube ich nicht mal ein Menge-Exemplarstempel. Also kann ich wirklich gar nicht meckern. Ist bestimmt mal etwas Schönes für den Frühling, Sommer, wenn es so ein bisschen leichter sein darf und man vielleicht dann schon irgendwie mit einem Eiskaffee im Garten sitzt. Und ja, freue ich mich drauf, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Ein Buch, das schon länger auf meiner Wunschliste stand und was ich dann so ein bisschen mal aus den Augen verloren habe, ist Willkommen in Night Valley von Joseph Fink und Jeffrey Craner. Und es heißt ja so schön, möglicherweise das beste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, von Patrick Rothfuss. Und es soll surreale Komik sein mit dem Schauder alter Geistergeschichten und es soll einfallsreich sein und süchtig machen und es ist ein kulturelles Ereignis
Und ja, es beginnt mit: Das Schicksal ist schlimmer als der Tod. Das waren die Gesundheitsnachrichten. Und das fand ich schon großartig. Wir sind in Nightvale, ein Städtchen in der Wüste, irgendwo in der Weite des amerikanischen Südwestens. Geister, Engel, Aliens oder ein Haus, das nachdenkt, gehören hier zum Alltag. Nightvale ist völlig anders als alle anderen Städte, die sie kennen, und doch seltsam vertraut. Und ich weiß, dass das irgendwie mal zwei, drei Leute vor zwei, drei Jahren hochgehalten haben und es irgendwie auch mir in irgendeiner Erinnerung ist, und es ist nie von der Wunschliste geflogen. Dementsprechend habe ich mich jetzt gefreut, das wirklich im Hardcover, auch in einem tollen Zustand, hier ist nur ein Stempel, ja, dann im Grunde jetzt in den Händen zu halten, und freue mich da definitiv auch aufs Entdecken der Geschichte. Dann sind zwei Walter Mörs Bücher bei mir eingezogen. Eins ist aus der besagten Avell-Bestellung und das andere habe ich, ich glaube, auch bei Tauschticket ertauscht. Das erste Buch ist der Schrecksenmeister. Ich dachte erst Schreckenmeister, aber es ist der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwie zusammenpasst. Ich glaube, es gehört nicht zu der Mythenmetz-Reihe. Aber es ist ein monumentaler Roman, der herzberührend ist. Und Mörs treibt sein wortspieltriebhaftes Märchen so rasant durch Witz und Schock, dass sich die Damen Rowling und Funke nur mit dem Sprung zum Betthupfer retten können. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich nicht groß auf den Klappentext geachtet. Es war auch relativ günstig, hat unten Menge Exemplarstempel bei Avell. Und ja, da habe ich mich super gefreut und bin da mega gespannt, jetzt weiter mit Walter Mörs zu machen. Und dann, ja, es ist aber tatsächlich ein Wahnsinnsschinken, obwohl er gar nicht so viele Seiten hat, wirkt er um Längen dicker. Ich glaube, knapp 700 Seiten. Die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Und Captain Blaubär kennt man zumindest, wenn man die Sendung mit der Maus geschaut hat in der Kindheit. Und natürlich ist mir Captain Blaubär ein Begriff. Hab tatsächlich aber nie irgendwie zu diesem Buch gegriffen. Aber mich hat ja Walter Mörs letztes Jahr gepackt. Und wir haben hier, soweit ich es wirklich weiß, die halben Lebenserinnerungen eines Seebären, ein Universum für sich. Er entführt uns in einer Welt der Fantasie auf den Kontinent Samonien, wo Intelligenz eine übertragbare Krankheit ist und all jene Wesen hausen, die aus unserem täglichen Leben verbannt sind. Es soll literarisch ein Husarenstreich sein, ein epochales Buch. Und ja, ich freue mich drauf. Also ich glaube wirklich, dass das auch mir super gut gefallen wird und bin da umso happier, dass ich das bei Tauschticket ergattert habe. Auch in einem sehr guten Zustand, also sieht wirklich auch nur einmal gelesen aus. Und ich kann auch bei Tauschticket tatsächlich bisher überhaupt nicht meckern. Also ja, die Bücher waren tatsächlich meist in dem Zustand, als sie da auch angegeben sind, wenn nicht sogar besser. Also ich habe das Gefühl, dass bei Tauschticket die Leute tatsächlich lieber ihr Buch ein bisschen schlechter reden, also sagen, es ist in gutem Zustand, aber es ist in sehr gutem Zustand, wo ich so denke, man will da wahrscheinlich tatsächlich keine zu optimistischen Bücher irgendwie anpreisen. Aber ja, ich freue mich drauf und bin sehr, sehr gespannt auf den Mörs. Und es will einfach kein Ende nehmen. Ja, der erste Teil der Bridgerton-Reihe ist bei mir eingezogen von Julia Quinn, der Duke und ich. Und ich glaube, seitdem es die Serie auf Netflix gibt, das ist ja, glaube ich, sogar die erfolgreichste Serie mit ganz vielen unfassbaren Millionen Klicks und Einschalten und keine Ahnung, auch ich habe die Serie sehr, sehr gefeiert, mir hat die super viel Spaß gemacht und ich war jetzt einfach mal neugierig, ob mich die Buchreihe auch begeistern kann, und habe sie jetzt auch schon im Februar gelesen. Und wir haben hier, ich glaube, eine Geschichte, die auch schon 10 Jahre alt ist. Es gibt insgesamt 8 Teile in dieser Reihe und wir sind irgendwann 1813 und ja, wir haben eben die Bridgertons, das ist eine Familie bestehend aus 8 Kindern, und wir begleiten hier Daphne, die eben ja ihren Ehemann suchen soll, mit dem sie eine Familie gründen möchte, denn sie möchte jetzt unbedingt heiraten, und auch die Mutter ist da natürlich interessiert daran, ihre Tochter gut unterzubringen. Und dann trifft sie eben irgendwann auf den Duke Simon, der eigentlich dem Leben mit einer Familie irgendwie abgeschworen hat, aus unterschiedlichsten Gründen, und beide ja machen da eine List und sagen so, damit mehr Männer Daphne anziehend finden, datet er sie jetzt sozusagen, beziehungsweise ist das ja damals noch ganz anders als heute. Mir hat das Buch tatsächlich ganz gut gefallen. Ich bin aber nach wie vor am Überlegen, ob ich die Reihe weiterverfolge oder nicht, weil ich die Serie einfach auch super fand, erfrischend und modern, und trotzdem irgendwie hat es den Zeitgeist gut eingefangen und mir hat die Serie einfach unfassbaren Spaß gemacht. Vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsamer, als ich das Buch fand. Aber ja, mal sehen, ob es für mich in der Buchreihe weitergeht oder ob ich einfach die Serien, die Staffeln irgendwie abwarte. Dann bin ich über ein Buch gestolpert, was mich sowohl von Cover wie Titel angesprochen hat, und zwar Das Patriarch der Dinge von Rebecca Endler.
Und ich war hier super, also neugierig, was es so ein bisschen damit auf sich hat. Und es geht hier eben um all die Dinge in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, warum viele Dinge so sind, wie sie sind, und warum sie eben so männergetrieben sind und warum es zum Beispiel in öffentlichen Toiletten 2 Sitzplätze für die Männer gibt und 3 Stehplätze, während auf der Frauentoilette nur 2 Plätze sind. Es gibt unterschiedlichste Thematiken. Es soll sehr unterhaltsam sein, es soll nicht zu ernst sein und das erhoffe ich mir auch. Und ich bin einfach sehr neugierig, was so dahinter steckt. Also ob es wirklich hinter allem irgendwie einen Grund gibt, wie der denn sein könnte. Also gerade das mit den öffentlichen Toiletten finde ich super interessant. Und bin da einfach sehr gespannt und wollte einfach mal so einen Blick hinter diese Dinge werfen. Und ich hoffe, es geht nicht zu sehr ins Extreme. Ich bin da nämlich nicht der Freund von, wenn man zu extremst Männer, frauenfeindlich, was auch immer wird. Und hoffe, dass das einfach so ein bisschen mit, vielleicht auch mal mit einem Augenzwinkern erzählt wird. Und bin da einfach sehr, sehr neugierig, was mich erwartet. Dann habe ich ein Büchlein bei Rebuy, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ich glaube, mir zugelegt. Und zwar Wenn es Frühling wird in Wien von Petra Hartlieb. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe ja den Winter gelesen. Ich weiß nicht, ein Winter beginnt. Ich weiß gar nicht, wie hieß der erste Teil. Ich glaube, irgendwie so war, glaube ich, der Auftakt. Ich glaube schon. Ein Winter in Wien und wir sind hier 1912 und wir sind, wie der Titel schon sagt, in Wien unterwegs. Das ist jetzt der zweite Band einer wohl vierteiligen Reihe. Und ich weiß gar nicht, was ich entdeckt hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich entdeckt hatte und wollte dann irgendwie auf 10 Euro kommen. Oder war das andere Buch doch? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wollte ich irgendwie portofrei werden, war ich glaube ab 10 oder 12 Euro oder waren es 14 Euro. Zum Valentinstag herum gab es bei Rebuy dann eben irgendwie portofrei und ich glaube, da habe ich dazu gegriffen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber es ist auch vollkommen egal. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Passiert auch manchmal. Ja, und so durfte dieses Schätzchen jetzt bei mir einziehen, einfach weil mir Band 1 super gut gefallen hat und ich jetzt einfach gespannt bin, wie es hier mit Marie weitergeht. Und wir sind ja bei Arthur Schnitzler unterwegs und ich bin einfach neugierig. Und wir sind in Wien und es hat mir einfach im ersten Band große Freude gemacht und ja, ist natürlich auch von der Haptik, ist der Band richtig, richtig schön. Mal sehen, ob der hier bleibt oder ob der dann auszieht. Dann, habe ich auch mitbestellt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und zwar das Happiness-Projekt von Gretchen Rubin. Ein Buch, was hier den Untertitel hat, oder wie ich ein Jahr damit verbrachte, mich um meine Freunde zu kümmern, den Kleiderschrank auszumisten, Philosophen zu lesen und überhaupt mehr Freude am Leben zu haben. Und ich weiß gar nicht mehr, ich bin auch irgendwie über dieses Buch gestolpert, fand ich super interessant. Hier heißt es so schön, jedes zweite Buch verspricht Glück, dieses hält Wort. Und es geht tatsächlich darum, sein Leben irgendwie ein bisschen glücklicher zu machen. Und die Autorin nimmt sich hier jeden Monat im Jahr einen anderen Lebensbereich vor. Von der eigenen Gesundheit bis zur Familie, von Freundschaft und Liebe bis hin zu Geld und Beruf. Und sie liefert uns wohl originelle Impulse, mit denen wir unser Leben Tag für Tag ein bisschen besser machen können. Ohne Hauruck, praxiserprobte Tipps statt Hokuspokus. Und mich hat das irgendwie angesprochen und ich dachte, vielleicht sind da tatsächlich Impulse drin, die man noch nicht kennt, die jetzt ja hier scheinbar auch erprobt sind und würde mich da einfach drauf freuen und bin mega gespannt, was mich da so ein wenig erwartet. Dann habe ich einen guten Freund zum Spaziergang getroffen und schon, wie wir uns dafür verabredet haben, hat er mir erzählt, stell dir vor, Steffi, ich habe hier 2 Thriller gelesen in einer Woche, was tatsächlich sehr untypisch für ihn ist. Also er ist ein regelmäßiger Leser, aber dass er 2 Bücher in der Woche liest, hat ihn dann selbst tatsächlich überrascht. Und er hat gesagt, Steffi, ich glaube, die sind was für dich, die bringe ich dir mit. Ich habe jetzt tatsächlich lange überlegt, ob das ein Neuzugang ist. Also er hat beschlossen, braucht sie auch nicht wieder. Er ist jetzt auch kein Buchsammler. Dementsprechend, wenn sie mir wahrscheinlich gefallen, darf ich sie behalten. Wenn nicht, dürfen sie wohl weiterziehen. Aber sie sind natürlich irgendwie neu bei mir eingezogen. Und deswegen dachte ich, zeige sie jetzt einfach mal. Und ich muss ehrlich sagen, bei dem Buch, was ich euch jetzt zeige, war ich schon ein bisschen irritiert, wie man auf die Idee kommt, dass das was für mich sein könnte. Wobei er auch einer derjenigen war, der Heimweg von Fitzek gelesen hat und mich eigentlich gewarnt hat. Wobei ich jetzt bei Final Cut von Veits Etzold auch so denke, ja, es könnte auch ganz schön hart sein. Wobei der Klappentext klingt schon mega, aber ich habe eben auch gehört, dass der Autor doch recht brutal sein soll. Und ich habe dann auch nochmal nachgefragt, bist du dir sicher, dass das meine
armen Nerven aushalten. Ja, ja, das packst du schon, war dann der Kommentar. Okay, ich verlasse mich da jetzt natürlich drauf. Es heißt hier ganz spannend, du hast 438 Freunde auf Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 438 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Und das klingt natürlich schon mega. Also ich, ja, muss ich echt sagen, ich habe von dem Autor noch nichts gelesen, tatsächlich auch noch gar nicht so viel irgendwie bewusst wahrgenommen. Also das ein oder andere Video, wenn es um Thriller geht, ja, aber ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl, aber es wirkt schon irgendwie heftig. Ja, dementsprechend bin ich umso neugieriger. Bei dem anderen Buch weiß ich, dass das vor einiger Zeit recht gehypt war, und zwar ist das Saving Grace von B.A. Paris. Bis dein Tod uns scheidet, ist auch tituliert als Psychothriller. Dementsprechend hoffe ich, dass das einfach nicht irgendwie in eine Brutalität übergeht. Und es ist auch der Debütroman. Und ich weiß, dass einige dann vom zweiten Buch der Autorin gar nicht so begeistert mehr waren. Niemand glaubt dir, niemand hilft dir, du gehörst ihm. Es geht um Grace und Jack, die das perfekte Paar sind. Die 33-jährige Grace ist warmherzig, liebevoll, bildhübsch. Jack sieht gut aus, ist charmant und kämpft als renommierter Anwalt für die Rechte misshandelter Frauen. Aber sollte man Perfektion jemals trauen? Warum zum Beispiel kann Grace auf Dinnerpartys so viel essen und nimmt doch niemals zu? Und warum umgibt ein hoher Zaun das wunderschöne Haus der beiden? Doch wenn man Grace danach fragen möchte, stellt man fest, dass sie nie allein ist. Denn Jack ist immer, wirklich immer an ihrer Seite. Und das klingt schon ganz schön heftig, das muss ich echt sagen. Aber natürlich eher rein auf dieser Psycho-Seite, eben nicht an körperlicher Gewalt oder ähnlichem. Bin ich super, super gespannt. Und ja, also da, der spricht mich tatsächlich doch eine Spur mehr an als der von Fals Etzold. Aber ja, ich glaube, bei Thrillern muss ich noch ein bisschen warten, bis das Wetter ein bisschen freundlicher ist. Und ja, ich das so mit guter Laune dann auch wieder wegbekomme. Ah, es ist nicht so einfach. So. Und dann habe ich jetzt noch drei Bücher, und zwar als Rezensionsexemplar ist mir Moonologie zur Verfügung gestellt worden von Jasmin Boland. Die Magie des Mondes, Wünsche verwirklichen und erfüllter Leben mit der Kraft der Mondphasen. Und ich bin da definitiv sehr empfänglich für alles, was den Mond angeht, weil ich selbst eben auch jemand bin, der durchaus den Neumond und den Vollmond spürt und da schon gewisse Energieänderungen im Körper wahrnehme. Und es soll ein Praxisbuch für Einsteiger und Mondsüchtige sein, mit vielen Übungen, Ritualen und Meditationen. Und ich bin da einfach super, super neugierig und freue mich darauf, so ein bisschen tiefer da einzusteigen und vielleicht auch einfach Tipps mitzunehmen für den jeweiligen Mondstand, und freue mich da auf jeden Fall aufs Entdecken. Und dann ganz frisch, ach, es sieht toll aus, bei mir eingezogen ist Aurora erwacht von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Leider nicht Empire of the Vampire, das neue Fantasy-Buch von Jay Kristoff, aber es ist Science-Fiction und ich freue mich drauf. Und es ist optisch wirklich, ich finde es wunderschön, auch wirklich so die Erhabenheit des Titels, richtig, richtig toll. Ist jetzt ganz frisch in der letzten Februarwoche bei mir eingezogen. Dank ein paar Payback-Punkten war es dann auch günstiger sozusagen zu haben. Kostet, glaube ich, 15 Euro, was ich für eine broschierte Ausgabe. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von einer Broschüre oder einer Klappbroschüre, aber ja, die beiden haben bereits die damalige Trilogie, glaube ich, war es gewesen, geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit In den Sternen. Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe Band 1 und 2 gelesen. Und da haben die beiden schon zusammengearbeitet. Und ich glaube doch auch für die Illuminae-Akten, oder? War das nicht auch Amy Kaufman? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, und hier sind wir, ich habe es noch nicht gelesen, wir, Becky und ich, werden es jetzt in den ersten zwei Märzwochen lesen. Ich freue mich mega, mega drauf. Wir haben hier Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen, und er wird sich nur mit den Besten zufrieden geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Wir haben hier Scarlett, die Diplomatin, Sarkasmus hilft immer, not. Zila, die Wissenschaftlerin, dezent, soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser der Klugscheißer. Kalis, der Kämpfer, es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggressionen besser unter Kontrolle haben. Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Tyler interessiert, behauptet sie zumindest. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Und es klingt nach
humoristischer Science Fiction und ich mag sowas super gerne und es erweckt ja auch so ein bisschen einen leichteren, jugendlicheren Charakter und ich bin mega gespannt. Jake Kristoff, letztes Jahr für mich Never Night, wirklich unglaublich gelungen und ich hoffe hier auf den sarkastischen Humor, den wir aus Never Night unter anderem kennen, eben mit einer Sci-Fi-Story und ich mag das ja super gerne und ja, freue mich da auch wirklich mega, mega drauf. Und dann habe ich ein Buch jetzt noch mit der lieben Sarah getauscht, das ist eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, ganz liebe Grüße und sie hatte mir unter ein Video geschrieben, dass sie ein Buch, was ich da gezeigt habe, interessieren würde und da das bei mir ausgezogen wäre, dachte ich, frag sie doch einfach mal, ob sie es gerne hätte und sie hat ja gesagt, hat mir dann wiederum ein Bild geschickt und so sind wir zu einem Buchtausch gekommen und bei mir ist der Auftakt einer Reihe eingezogen, nämlich das Gold der Maori von Sarah Lark. Ich weiß gar nicht, ob das eine dreiteilige Reihe ist, ob das eine Trilogie ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schinken. Ich hatte das Buch mal eine ganze Weile auf der Wunschliste, weil es glaube ich ja auch in Neuseeland spielt, richtig. Und ich fand es damals super interessant, einfach mal was in Neuseeland zu lesen. Und es soll mitreißend, gefühlvoll, voller unerwarteter Schicksalswendungen sein. Eine einzigartige Familiensage und darauf freue ich mich. Ist für mich definitiv auch eher ein tatsächlich Sommerbuch, wo man mit dem Wälzer einfach 3 Tage im Garten liegt und das absolut genießt. Und da freue ich mich auch wirklich drauf. Also ich danke wirklich dir, liebe Sarah, dass wir hier den Tausch gemacht haben. Und ich freue mich sehr, sehr auf das Buch und hoffe, dass du mit meinem Buch auch ganz viel Spaß hast. Und das waren sie jetzt, die 21 Neuzugänge. Also es ist wirklich total verrückt, wirklich, dass auch so viele echte Bücher sind. Aber es sind natürlich einige Kandidaten dabei, die durchaus die Tendenz zu einem Highlight haben. Für den nächsten Monat nehme ich mir definitiv vor, einen hohen, großen Bogen und Rewrite Avell und Tauschticket zu nehmen. Und wenn, wirklich nur Bücher zu kaufen, die dann Highlight-Bücher waren, die man nachkauft, möglichst nicht noch mehr auf den Sub. Also ich muss mal so ein bisschen... Ganz schrecklich. Ja, die 2 Bücher, die dann noch bei mir eingezogen sind, was Highlight-Nachkäufe sind, ist zum einen 4 Farben der Magie von Victoria Schwab. Eine Reihe, die ich in diesem Jahr ja absolut gefeiert und geliebt habe. Ich habe viel, viel darüber geschwärmt und der erste Teil ist nun bei mir eingezogen, war relativ günstig. Ich habe aber den Preis leider nicht aufgeschrieben. Aber der erste Teil darf jetzt stellvertretend ins Regal eben für diese ganze Highlight-Reihe und hat mir großen, großen Spaß gemacht. Also habe ich ja als E-Book gelesen und umso schöner, dass das jetzt ins Regal bei mir einzieht. Und dann ein Buch, was eigentlich schon als E-Book auf meinem Sub liegt und deswegen nicht als Sub zählt, weil es ist da ja schon einmal auf dem Sub und ich zähle ein Buch, ach, dieses Lesebändchen, ich zähle ein Buch nicht zweimal auf den Sub. Und zwar ist das Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Und zwar hat da ja Becky mich total überzeugt, dass es für mich Zeit wird, diese Reihe zu lesen. Und ich finde es so schön, dass ich diese alte Hardcover-Ausgabe entdeckt habe mit diesem wunderschönen Aquarell. Ich finde das Cover mega. Also ich kann verstehen, dass man sich beim 3. Band dann darum gerissen hat. Wobei die Preise, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, darüber freue ich mich. Und das ist eine Reihe, die jetzt ganz dringend im März gelesen wird, weil ja dann im April auch die Verfilmung drankommt und ich freue mich sehr, sehr drauf. Und in der Hoffnung, dass es dann eben ein Highlight ist, ist jetzt im Grunde schon der 1. Band bei mir als echtes Buch eingezogen, einfach weil es sich so ergeben hat. Schauen wir mal, wie das so wird. Ja, das waren sie jetzt, die viel zu vielen Neuzugänge aus dem Februar und ich, es wird jetzt eine Shopping-Diät sozusagen im März geben und ich versuche da definitiv einstellig zu bleiben und ja, drückt mir da mal die Daumen, dass das klappt. Ich bin natürlich auch neugierig, welche Bücher bei euch eingezogen sind, was ihr vielleicht auch schon gelesen habt, was irgendwie ein Highlight oder auch ein Flop in diesem Monat war oder auch eine Neuerscheinung, auf die ihr euch sehr, sehr gefreut habt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren quatschen, auch zu den Büchern, die ich euch gezeigt habe. Wenn ihr da schwärmende Worte habt, dann natürlich immer her damit. Alle Infos in der Infobox und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.